So, hallo zu einem neuen Wunsch-Tutorial, oder besser gesagt, hallo zum nächsten Tutorial der Wunsch-Tutorial-Reihe. Es geht wieder um den Tempel von Notch und dieses Mal möchte ich euch den Zufallsgenerator vorstellen, der hinter der ganzen Geschichte steckt und der entscheidet, ob Notch einem wohlgesinnt ist oder ob er jemanden in die Lava reinschießt. Ich habe das Ganze jetzt wieder mit meinem Texturenpack gemacht, die Meinungen waren so 50-50. Aber da ich in diesem Tutorial eigentlich weniger die Schaltung abbauen werde, es wird ein bisschen anders gestaltet dieses Mal. Ich werde dieses Mal nicht komplett alles abbauen, sondern nur erklären, weil es, glaube ich, zu kompliziert ist, das Ganze nochmal neu aufzubauen. Ich werde die Funktionsmechanismen erklären. Die Schaltung ist sehr kompakt zusammengequetscht und ich glaube, es ist auch gar nicht nötig, indem ich jetzt hier alles mal vorstelle, weil es in dem Fall ums Verstehen geht. Wer das Ganze detailgetreu nachbauen möchte, kann jetzt nochmal sich den Save runterladen. Also ich verlinke nochmal auf das Video von ihm. In der Beschreibung von dem Video natürlich wird dann der Save zu finden sein und auch das Texturenpack von ihm. Dort geht das, da könnt ihr euch das runterladen und nochmal genauer anschauen, wie das Ganze gebaut wird. Jetzt werde ich nur die Funktionsmechanismen erklären, weil es, glaube ich, sonst doch zu lange dauern würde und ich möchte keine zwei Videos für den Zufallsgenerator verwenden und möchte das wenn möglich in eins packen. Warum, das erzähle ich jetzt gleich. Es gibt sehr viel zu sagen über die Funktionsweise des Generators und das Ganze nochmal neu aufzubauen würde echt zu lange dauern. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Und ich werde das jedenfalls so beschreiben, damit es verstanden wird, wie er funktioniert. Theoretisch kann man das Ganze, denke ich, auch mal selbst einfacher nachbauen. Natürlich wird das Ganze größer sein. Er hat das, glaube ich, ein bisschen kompakter hingekriegt. So, dann erstmal Folgendes zur Funktionsweise. Nämlich, erstens, wir haben jetzt hier vorne im ersten Part des Tutorials, genau, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der soll sich den ersten Teil anschauen, da geht es um die Funktionsweise des Tores am Anfang. Der zweite Teil ist jetzt schon der Zufallsgenerator, das wäre nämlich schon die nächste Stufe in der Kettenreaktion, die hier ausgelöst wird. Das kann ich jetzt gerade mal demonstrieren, und zwar, ist eigentlich Strom betätigt? Ja, Strom ist betätigt für Einschalten. So, genau, schließe ich wieder. Also, der Zufallsgenerator wird aktiviert, sobald man das Item am Anfang in den Brunnen reingeworfen hat. Nicht durch irgendwas anderes, eine Druckplatte oder so. Die spielt natürlich noch ein, also das hat auch eine gewisse Bedeutung. Aber aktiviert wird der Zufallsgenerator, sobald ein Item auf die Druckplatte im Brunnen geworfen wird. Einerseits, haben wir schon gesehen, geht das Signal nach oben. Jetzt habe ich allerdings nochmal das Ganze neu gehabt, nochmal weiter neu alles ausgehoben und jetzt die zweite Stufe stehen gelassen, nämlich eine Leitung nach rechts. Hier befindet sich jetzt praktisch der Anschluss zum Zufallsgenerator, also sobald hier ein Item draufhält, geht auch hier Strom weiter und fließt nach unten. Der Zufallsgenerator befindet sich in dem Fall im zweiten Teil des Tempels, also im Kopf von Notch, also dahinter, in der sich dahinter befindenden Schaltung. Da fliege ich jetzt gerade mal rüber, hier unten ist jetzt gleich ein bisschen dunkel und dann geht es auch schon nach oben. Also es gibt wirklich sehr viel zu sagen dazu und deshalb nur dieses Mal eine Erklärungsversion. Also folgendes. Hier übrigens, falls jemand sich gewundert hat, warum das denn so Schleifen nach oben geht, nicht per Fackeln. Eine Fackel, also Block, Fackel hat immer eine Verzögerung von einem Tick. Und mit einem Repeater, der hat auch nur einen Tick Verzögerung, kann man das Signal aber viel weiter hochlenken. Das heißt, es ist schneller. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke praktisch für einen Tick Verzögerung. Das ist deutlich schneller, wie als wenn man es anders macht. Dann geht es hier weiter nach oben und hier oben haben wir natürlich jetzt den Zufallsgenerator. Der ganze Zufallsgenerator ist diese Anlage mit Blau, mit Lila, mit Gelb und mit Türkis. Also alles zusammen bildet den Zufallsgenerator. Hier vorne haben wir die beiden Outputs, einmal das da hier und einmal das da hier. Das Weiße steht für einen positiven Ausgang, also dass Notch ein Wohlgesinntes und dir Items gibt. Und das Schwarz steht dafür, dass er dich in die Lava fallen lässt. Und also das sind die beiden Outputs und wie diese jetzt gesteuert werden, welcher Strom bekommt, welcher nicht, das erkläre ich in dem Fall jetzt. Anhand der Schaltung könnt ihr jetzt sehen, dass das Ganze, glaube ich, nicht ganz realisierbar ist, wenn man das nachbauen möchte. Deshalb in dem Fall die Kurzfassung per Erklärung. Allerdings, ihr solltet alles verstehen. Theoretisch kann man das auch einfacher machen. Er hat sie halt sehr kompakt zusammengequetscht, weil er wahrscheinlich hier jetzt im Kopf ist von Notch. Ist übrigens jetzt von hinten. Hier sind die Augen in dem Fall. Aber darum geht es wohl gar nicht. Also, was passiert, wenn von der lilanen Linie jetzt ein Stromsignal reinkommt, ist folgendes. Es geht hier nach oben und aktiviert erstmal eine Glock. Diese Glock hat eine spezielle Eigenschaft, denn sie funktioniert wechselseitig. Denn folgendes, wenn zum Beispiel, hier sind zum Beispiel zwei Anschlüsse, einmal das blaue und einmal das türkise. Wenn hier drauf Strom ist, ist hier drüben kein Strom drauf. Und wenn hier Strom drauf ist, ist hier drüben kein Strom drauf. Das heißt, sie läuft wechselseitig. Das ist dafür gut, dass hier unten ein Kreislauf aktiviert wird und Pistons, die der Wollblöcke und Glasblöcke im Kreis schiebt. In dem Fall also türkis
für nach links und blau in dem Fall für nach oben jeweils. Und hier drüben andersrum, blau für nach unten. Also blau ist für die vertikale Richtung und türkis ist für die horizontale Richtung. So, dann folgendes. Hier oben, ich erkläre mal ganz kurz, wie die Glock funktioniert. Das Ganze, also ich wusste natürlich vorher auch nicht, wie es geht, ist relativ ausgeklügelt, formuliere ich jetzt mal. Wir haben hier unten zwei Redstone-Fackeln als Grundelemente. Diese dienen zum Bepowern der Glock. Einerseits haben wir jetzt hier auf einer Seite einen Block. Wie man weiß, leitet die Redstone-Fackel das Signal jetzt an den Block weiter und der Block leitet es durch den Repeater weiter nach hier drüben. Wenn jetzt allerdings Strom von hier unten kommt, wird dieser Piston aktiviert und der Block wird nach vorne geschoben, sodass der Kreislauf hier mit Strom versorgt wird. Was jetzt passiert, ist natürlich folgendes. Wenn dieser Kreislauf mit Strom versorgt wird, wird natürlich auch der Piston hier bepowert, weil dieser auch angeschlossen ist. Und natürlich mit einer Verzögerung von 2 Ticks in dem Fall. Also es wird ein klein wenig dauern. Dieser Piston schiebt jetzt den Block nach hier drüben an diesen Piston. Jetzt folgendes, was passiert. Hier unten ist noch eine nächste Redstone-Fackel, die sorgt wiederum, dass der Block, der sich jetzt hier befindet, hat man gerade gesehen, mit Strom betrieben wird, also einmal so. Und der Piston schiebt jetzt den Block nach dort. Und jetzt können wir folgendes natürlich erahnen. Das Ganze ist eine Glock, die den Block immer nach rechts und nach links jeweils schiebt und dadurch kommt dieses wechselseitige Signal zustande. Beim Einschalten passiert jetzt also folgendes. Die Pistons schieben jetzt den Block immer hin und her. Immer wenn der Block auf der rechten Seite ist, wird der rechte Stromkreislauf mit Strom betrieben. Immer wenn der Block auf der linken Seite ist, wird der linke Stromkreislauf mit Strom betrieben. Daraus folgt eben, dass das Ganze wechselseitig funktioniert und hier unten ein kleiner Kreislauf aktiviert wird mit Wollblöcken und Glasblöcken. Diese Wollblöcke und Glasblöcke laufen jetzt natürlich wechselseitig auch hier durch. Es funktioniert relativ schnell. Wie man jetzt hier sehen kann, bei den beiden Spuren, bei dem schwarzen Output und bei dem weißen Output, kann man sehen, oder ich mache es am besten nochmal aus, dann kann man es deutlicher sehen. Passiert jetzt folgendes. Die Wolleblöcke und Glasblöcke sind so angeordnet, dass sie auch hier mal wechselseitig sind. Das heißt, wenn bei einem gerade zufällig ein Wolleblock ist, dann ist beim anderen gerade ein Glasblock. Das heißt, wenn jetzt von hier hinten ein Signal kommt, also zum Beispiel durch diese grüne Linie, geht das Signal hier durch und natürlich auch an beide Blöcke. Aber hier ist ein Glasblock und das Signal kann nicht weiter durch, sondern nur hier. Also ist dementsprechend immer nur eine Spur bepowert. In diesem Falle wäre es jetzt, wenn ich mal ganz kurz das Bestätigungssignal anmache, also was jetzt praktisch durchgeschickt wird, dann würde man sehen, die weiße Spur ist bepowert, das heißt Notch wäre in dem Fall wohlgesinnt. Wenn wir das ganz, ach ja genau, eins noch, und wenn das eingeschaltet wird, wird hier oben übrigens auch die Glock oder der Stromkreislauf der Glock deaktiviert, sodass die Blöcke in der Haltung sich befinden, da das ja nur ein ganz kurzes Signal sein wird, was reinkommt. Das kann ich gleich nochmal detailgetreu erklären in dem Fall. Entschuldigung übrigens, ein kleines bisschen erkältet, die Stimme versagt dann teilweise mal ein kleines bisschen nebenbei, aber naja. Normalerweise schneide ich das immer raus, aber dieses Mal halte ich es gerade mal drin, weil es jetzt auch nicht wiederum die erste Aufnahme ist, sondern einige mehrere schon, aber ich glaube, das macht doch eh nichts. Okay, hier oben wird praktisch das Ganze eingeschaltet und wir müssen uns jetzt vorstellen, das jetzt oft eingeschaltet, wenn ein Block, also der Goldblock in dem Brunnen auf der Druckplatte liegt. Das heißt, die Glock ist aktiviert und das Teil hier unten befindet sich jetzt gerade in einem Kreislauf. Okay, nochmal dazu folgendes. Wie gesagt, wechselseitig betrieben. Das Türkise-Signal ist dafür da, dass die Blöcke in die horizontale Richtung geschoben werden. Und das blaue Signal ist da, dass die Pistons die Blöcke in die vertikale Richtung schieben. Einmal, also einerseits hier von unten nach oben, da von oben nach unten. Also, diese Glock aktiviert praktisch einen Pistenkreislauf, der einfach nur Blöcke im Kreis schiebt. Da diese jetzt aus Glas bzw. Wolle bestehen, ist jetzt die Sache so, dass immer nur eine Seite Strom weiterleitet. Wenn ein Block sich an dieser Stelle befindet, wird Strom weitergeleitet. Wenn ein Glasblock sich an dieser Stelle befindet, wird kein Strom weitergeleitet. Aktuell, da habe ich jetzt gerade die Glocken ein bisschen weiterlaufen lassen, befindet sich jetzt hier ein Block. Das heißt zum Beispiel die negative, also Notch würde jetzt einen in die Lava reinschubsen, in Anführungszeichen. Jetzt folgendes, wie das festgelegt wird, wo das andere Signal herkommt. Das im Brunnen ist also jetzt dafür da, dass dieser Kreislauf sich in Bewegung setzt, dass hier vorne die Teile im Kreis rotieren. Was jetzt als nächstes ins Spiel kommt, ist die erste Druckplatte, über die man drüber läuft. Die erste Druckplatte, über die man drüber läuft, sorgt praktisch dafür, das kann ich jetzt gerade mal zeigen, nochmal von der Schaltung her. Diese sorgt praktisch dafür, dass jetzt, das ist also praktisch das endgültige Signal, was losgeschickt wird und was dafür sorgt,
dass jetzt ein positiver, negatives Signal am Ende rauskommt. Kann ich gleich erklären. Achtung, genau, also es ist immer schwer auszudrücken. Das ist allerdings also jetzt in dem Fall die nächste Druckplatte, über die man drüber läuft. Kann ich ganz kurz zeigen. Moment, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Tor, öffne dich bitte ganz kurz mal. So. Zack. Und diese hier in dem Fall. Diese Druckplatte hier direkt am Tor, wenn man hier drüber läuft, kommt also ein ganz kurzes Signal. Man läuft ja weiter nach vorne. Man hat es hier gerade gesehen. Das Signal läuft hier entlang. Wird weitergeleitet nach hier unten und geht auch in den nächsten Tunnel, also in den Tunnel hier rein und geht auch in den nächsten Teil des Tempels zum Zufallsgenerator. Hier kommt jetzt also ein kurzes Signal, weil ihr ganz kurz über die Druckplatte drüber gelaufen seid. Und dieses Signal wird hier nach oben geleitet. Und dieses Signal kann ich jetzt ganz kurz mal simulieren, was dabei passieren würde. Wenn das jetzt passiert, kann ich ganz kurz mal einschalten. Hier laut sind wir gerade über die Druckplatte drüber gelaufen. Jetzt kommt ein kurzes Signal, was ich jetzt mal dauerhaft mache, damit man es besser sieht. Und als ob wir gerade die Zeit anhalten würden, dabei wird Folgendes passieren. Die Glocke hier oben würde zwar weiterlaufen, aber die Signale würden deaktiviert werden, weil hier eine Kolbenklemme ist, die den Strom wiederum abklemmt. Das heißt, der kommt nicht mehr weiter. Infolgedessen bleibt also dieser Kreislauf hier für ganz kurze Zeit stehen. Und in dieser Zeit, wo der Stromkreislauf oder der Pistenkreislauf hier stehen bleibt, kommt das Signal von hier vorne und geht mit einer klitzekleinen Verzögerung, weil wie gesagt das Signal hier oben erstmal abgeklemmt werden muss, hier durch. Je nachdem, wie jetzt gerade zufälligerweise in Anführungszeichen diese Blöcke stehen, wird also ein Signal weitergeleitet. Das heißt, in diesem Falle wäre es also die negative Seite, weil jetzt gerade hier der Wollblock ist, hier der Glasblock und so weiter und so fort. Dann sind wir über die Druckplatte drüber gelaufen und dann passiert Folgendes. Das Signal hört natürlich wieder auf, ist nur ein ganz kurzes für eine Sekunde. Und dann ist hier oben das Ganze wieder freigeschaltet, also hier kommt wieder Strom durch und die Glocke läuft weiter. Das heißt also im Klartext, wenn wir über die zweite Druckplatte gelaufen sind, wird Folgendes passieren. Wir haben jetzt hier vorne die beiden Outputs und an einen dieser Outputs wird für kurze Zeit ein Signal rauskommen, etwa in Buttonlänge. Das wäre also das, was der Zufallsgenerator macht. Er entscheidet jetzt oder gibt diesem Stromkabel, was einerseits für das Positive gut ist oder fürs Negative, ein Buttonsignal von ungefähr, ich sag mal, einer Sekunde in dem Fall. Entspricht, glaube ich, 3 Repeatern auf Stufe 4. Also praktisch diese Länge wird jetzt hier rauskommen. Und je nachdem, wie gesagt, welches Stromkabel jetzt bepowert wird, das entscheidet dann, was für Aktionen ausgeführt werden. Beim schwarzen Stromkabel ist dann, wie gesagt, Folgendes: Man fällt in die Lava, Notch fängt an zu weinen, da kommen Tränen raus und der Boden unter den Füßen öffnet sich, das, sodass man runterfällt. Beim weißen passiert Folgendes: Es sorgt dafür, dass einerseits ein ganz kurzer Signalton ertönt, dann kommen Items von oben runtergepurzelt auf einen drauf und Notch macht, glaube ich, gar nichts außer die Augen auf. Okay, dann einfach nur Signalton, es gibt Items und die Tür hinter sich öffnet sich, sodass man wieder nach draußen gelangen kann. Das ist das, was dieser Zufallsgenerator macht. Und wenn man jetzt schon mal die Zeit bedenkt, die ich jetzt nur verbraucht habe zum Erklären, warum das so ist, dann wird man sicherlich auch feststellen, dass es eigentlich schwachsinnig ist, wenn ich das Ganze jetzt nochmal neu aufbaue. Ich kann nochmal ganz kurz die Schritte durchgehen, in denen das jetzt hier gebaut wurde. Also erstens, wir haben hier vorne das Input-Signal von der Druckplatte, die einerseits eine Glocke aktiviert, die wechselseitig funktioniert. Das Teil ist sehr interessant, vielleicht werde ich das in Zukunft auch nochmal öfters benutzen. Diese Glocke passiert jetzt also Folgendes, dass wir ganz einfach ein Signal bekommen, was wechselseitig funktioniert. Die Blöcke oder die Pisten schieben jetzt die Blöcke nach hin und her und je nachdem, wo gerade der Block ist, auf dieser Seite wird für kurze Zeit ein Signal kommen, da mit einer Verzögerung von 2 Ticks der Pisten sich wiederum ausdehnt, den nach drüben schiebt. Gut, hier funktioniert das Ganze wechselseitig, es wird ein Kreislauf praktisch in Bewegung gesetzt, das wäre Schritt 2. Und je nachdem, wie dieser Kreislauf zu der Zeit steht, wo man über die Druckplatte drüber läuft, wird einerseits hier oben das Ganze deaktiviert, dass das Ganze mal ganz kurz feststeht. Und das Signal kommt auf einer Seite durch, entweder weiß oder schwarz, je nachdem wie es steht, kommt drauf an. Theoretisch kann man das so timen, dass man einfach ein Item reinschmeißt und genau 5 Sekunden später über die Druckplatte drüber läuft. Und dann würde jedes Mal das gleiche Ergebnis rauskommen, ist natürlich klar. Weil, wie gesagt, ja auch die Pistons dann hier die gleiche Stellung einnehmen. Da das Ganze allerdings relativ schnell funktioniert, also das Ganze, der Kreislauf relativ schnell ist, ist es natürlich auch so, dass man das ziemlich genau timen müsste. Theoretisch könnte man also in dem Fall cheaten, indem man die Zeit misst und immer genau zur selben Zeit über die Druckplatte läuft und dann wäre Notch einem immer wohlgesinnt in dem Falle. Der oder die Glock hier oben läuft kontinuierlich weiter, also auch wie das da. Das heißt, ist natürlich das Problem, wenn man dann wieder rausgegangen ist und nochmal reinlaufen möchte, weiß man gerade nicht, wie hier hinten die Pistons gerade zufällig stehen.
Und das ist halt das Problem. In dem Fall kann man es also wirklich noch als Zufallsgenerator sehen. Theoretisch könnte man ihn aber auch überlisten, wenn man sich einfach die Map neu zieht und dann genau die Zeit misst. Weil wenn man sich die Map neu zieht, sind die alle wieder in der Grundstellung, wie man es am Anfang auch hatte. So, also, diese Anlage entscheidet, ob ein Buttonsignal für eine Sekunde hier rauskommt oder für eine Sekunde hier rauskommt. Demnach entsprechend werden verschiedene Schritte durchgeführt. Das wäre es zur Erklärung des Zufallsgenerators. Wie gesagt, aufbauen geht das Ganze jetzt nicht neu. Ansonsten wäre es das davon gewesen. In den nächsten, ich glaube, es wird noch zwei weitere Parts geben. Im nächsten Part werde ich dann erklären, wie praktisch oder das Ganze funktioniert, wenn man ein positives Signal rauskommt, welche Schritte dann in Gang geleitet werden. Das kann ich dann, glaube ich, sogar ein bisschen eher aufbauen, weil das wieder einfacher ist oder nicht so ganz kompakt wie hier so zusammengequetscht ist, sondern einfach, weiß ich, vielleicht besser zu erklären ist oder aufzubauen ist, weil es nicht so viel ist. Und genauso hier drüben auch. Da werde ich vielleicht die großen Leitungen stehen lassen, aber je nachdem, okay. Dann würde ich sagen, gibt es noch eine kleine Sache, die ich noch erwähnen müsste. Und zwar gibt es hier von der türkisen Leitung, sage ich jetzt mal, noch eine weitere Leitung, geht hier nach unten, wird weitergeleitet. Und diese ist für eine gute Sache da, nämlich es geht darum, die Dispenser zu aktivieren, die einem die Gold- und Diamantblöcke schicken. Da passiert Folgendes nämlich, das Signal wird hier wiederum nach oben geleitet. Und da das eine Glock ist, natürlich klar, können da oben die Dispenser auch mehrfach rausschießen. Also wenn diese Glock aktiviert wird, wird auch praktisch diese Spur aktiviert, dass hier ein pulsierendes Signal kommt, dass die Dispenser runterfeuern. Allerdings nur unter der Bedingung, hier oben ist noch eine kleine Klemme drin, hier ist ein weißes Signal. Erst wenn das Signal positiv ausfällt, wird dieser Block hier nach draußen geschoben, sodass das Signal auch wirklich durch kann. Ansonsten wird das hier geblockt und kann nicht weiter. Also nur wenn wirklich ein positives Signal rauskommt, werden auch Items ausgeschüttet. Ohne bleibt der Block da, wo er ist und es kommt kein Strom durch. Gut, an dieser Stelle wäre es das soweit gewesen. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze jetzt gedauert hat. Ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden und könnt einen ähnlichen Zufallsgenerator nachbauen. Der Download-Link, habe ich schon am Anfang des Videos erwähnt, gibt es unter dem Video von VF Disco, was ich jetzt unter diesem Video verlinken werde. Ich weiß, es ist nicht so wie die anderen Tutorials, ich habe es nicht komplett neu aufgebaut, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch ein klein wenig geholfen hat, das Ganze zu verstehen. Gut, in diesem Sinne wäre es das auch schon von mir gewesen. Ich gucke da mal, wann das nächste Tutorial zu dieser Reihe rauskommt. Da kommt dann die, ich würde sagen, die positive Leitung, also was passiert, wenn alles positiv ist. Und im vierten Part, im letzten Part, kommt dann das, was passiert, wenn es negativ ist. Mal schauen, ob ich alles erklären kann oder ob ich das wiederum nur zeigen kann, so wie jetzt gerade ist. Also im Sinne von aufbauen oder einfach nur drüber fliegen und erklären. Gut, dann wäre es das jetzt aber wirklich gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare, ob das ganz einigermaßen nützlich war, weil es doch ein bisschen außerhalb meines normalen Tutorial Planes geraten ist, weil ich das nicht ganz neu aufbauen konnte. Und ja, wie gesagt, einfach Feedback schreiben, das wäre es dann gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial und auf Wiedersehen.